Da kommt der Gronkh. Wo denn? Ah, du bist schon richtig. Da ganzen, müssen wir jetzt gleich hoch. Da müssen wir gleich hoch. Den ganzen Berg bin ich runtergesegelt. Hallo Freunde, willkommen zu einer brandneuen Episode von GTA Online. Und wir haben uns heute hier versammelt, um ein heiliges Gebet zu sprechen. Bitte was? Oh weia, 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 oh weia. Und zwar das Gebet für den guten Sarrazar, der zu doof ist zu laufen. Wie das aussieht, ne? Ja, wir haben heute eine tolle Challenge vorbereitet. Und zwar wollen wir diesen wunderschönen Berg da hoch, den ihr da im Hintergrund seht. Und da kann man nicht so einfach hoch, man muss da hoch springen. Durch diese, diese Arschritze oder wo lang? Ja, genau. Genau. Okay. Da, wo ab und zu auch so braune Grütze und ja, so. Ja, ja, genau. Also diese, da, wo der Tobi gerade ist. Einöde. Genau. Was? Hier hinten. Okay, und da einfach hochjumpen die ganze Zeit. Ja. Einfach vor allem. Und wer zuerst da ist, hat gewonnen. Oh, huch. Quack, 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 quack. Ja, das ist ja voll der faire Start gewesen. Wow. Vor allem. Quack, 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 quack. Tobi! Wow. Oh, nein, 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 nein. Oh, ich werd hochgeschoben. Ja, ja, mach Platz hier, mach Platz. Alter! Platz hier. Mach Platz hat gewonnen. Ich geh oben! Nein! Geh weg, geh weg! Alter! Alter, der hat mich geschubst! Der Ball hat mich geschubst mit seinem Arsch! Es geht weiter, es geht weiter! Es geht Alter, ich komm da nicht mehr hoch! Jetzt, komm schon, komm, boah, Tobi! Geh da weg, Alter! Nein! Ich bin runtergefallen. Ah, rennen mit Ameisen. Ich schaffe es auf dem Berg. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Warte, bist weiter, du schon mal raus? Das ist doch die Nische, geht weiter. Die Nische geht das kurz so eine Zwischenplatz. Alter, ich komme da nicht hoch. Ich kann machen, was ich will. Ich komme da einfach nicht hoch. Alter, du musst die ganze Zeit springen drücken einfach und dann gucken, dass du irgendwelche Wege abpasst. Ah, okay, hier komme ich nicht weiter. Yeah, weitergekommen. Ja, ich bin den ganzen Berg runtergerutscht. Das oh, bin let's play, Onkel. Alle hängen hier. Irgendwie keiner kommt mehr weiter. Sieht so bescheuert aus. Nein. Da kommt keiner vorbei. Du, schmeiß mal bitte ein Seil. Ah, komm schon, komm schon. Das. Ich spring hoch, Heideltraut. Nein, nicht, ja! Nicht. Alter, der Let's Play, Onkel. Au. Wie hat der Let's Play, Onkel, das geschafft, Alter? Das kann doch gar nicht so. Nein. Unmöglich, das ist doch unmöglich. Nein, nein, nicht auf dem Segel. Boah. Hey, der ist weitergekommen, tatsächlich. Aber wie? Boah, Alter. Warte, der ist hier irgendwie rüber an der Seite, glaube ich. Das hat, ja, das ging. Wir kommen beim Mirror's Edge. Oh, ihr rennt mich alle um. Ihr seid so gefühllos nee, und kalt. Nicht. Ich glaube, wir können uns ab hier runterrutschen lassen. Boah. Boah. Nein, 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 nein. Nein, scheiße. Alter, langsam meinen Daumen, ne? Wollte ich schon mal sagen. Alter. Der Christoph Daumen? Ja, der tut weh. Da komm ich auch nicht lang, ne? Nee, Alter, jetzt fang den. Junge, jetzt setzt er sich einfach hin. Oh, Scheiße. Alter. Ah, falsche Richtung. Nicht da unten springen. Wieder alle fallen. Nein, 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 da ist Let's Play-Onkel ist wieder da. Alter, ihr rennt alle auf hier rum. Ich spiel's auf den Ball. Also, ist das bescheuert, Alter. Nein, ich komm, wir gehen jetzt in die andere Richtung. Da kommen wir nicht hoch. Das wird nicht. Das muss doch möglich sein. Da jetzt steh doch mal wieder auf, Junge! Nein, nein! Wir sind doch nicht in Hollywood, der legt sich mal hin. Ey, das ist so krass, wenn du einmal in die falsche Richtung. Oh, hier, hier. Hallo, Tobi. Aua. Nein! Ja, Uah! Tschüss, Gronkh. Ja, war schön mit tschüss, euch. Curry. Alter, voll. Tschüss, Heideltraut. Oh Mann, Heidi ist gestorben. Vor Freude. Ja. Ja, genau. Ey, komm, wir rutschen runter. Tobi, weg da! Du bist nur ein Sprungbrett für mich. Der Paladin Jupiter hängt da immer noch. Da kommen wir nie hoch. Wir können jetzt runterrutschen höchstens. Ja, aua. Komm schon. Guck mal, Ameisen und Let's Play Onkel, die sind schon da oben, aber die haben natürlich auch mega, mega, mega Skills. Die oben, wo sind die denn? Die sind schon ein bisschen weiter, aua. Also nicht in diese Richtung, sondern in einer anderen. Aua. Warte, das ist aber Stopp da vorne, da kommt keiner weiter. Geht mal aus dem Weg. Ja, das ist so blöd. Vorsicht, Curry. Heideltraut! Heideltraut! Das muss doch möglich sein! Wie kommen die da oben hin? Jetzt mir Rätsel. Alter, jetzt spring doch einfach. Nein, nicht hinlegen. Nein. Alter, Walle. Ich glaube, man kommt da hoch, wenn man angeschoben wird. Ja, wahrscheinlich ja. Los, ja, schieb doch mal alle. Bei der Slay Massive Crew gibt's immer die besten Challenges. Das ja, ja. Nein, 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 Slay Massive, get Massive, Mann. Boah, ich krieg ne Massive-Störung hier, wenn ich. Aua, 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 jetzt bin ich wieder hier unten. Oh nein, nein. Oh komm, Paladin Jupiter, du bist doch ein Pimmelkopf. Was hat denn der gemacht?
Ey, Tobi. Hat er dich die ganze Zeit ab? Hat er dich erschossen? Mhm. Wie erschossen? Ja, einfach so. Hattest du den nicht auch gerade gekillt? Ja, ja, nachdem der mich 10-mal gekillt hat. Ach so. Na? Ey, das bringt nichts, das wird mir jetzt zu doof. Was? Aua. Ist irgendwann noch nicht mehr lustig, ist ja nur bescheuert. Ey, Alter, hier an der Wand entlang, guck mal. Oh. Da bist du aber schnell verschwunden. Ach Mensch, der Ball ist ganz geil. Weit hinten. Ganz weit hinten ist er wieder der Ball. Oh. Da kommt der Ameisen runtergesegelt. Alter! Ja, 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 ich hab's geschafft! Warum hast du mich getötet? Ich bin weiter nach oben gekommen. Juhu! Ich wollte dich eigentlich gar nicht anvisieren. Ich bin weiter nach oben gekommen, ich bin weiter nach oben gekommen. Da, halt ganz trocken, halt die Fresse, du kleine Milchschnitte. Was hast du da in der Fresse wieder? Da hol ich mein Butterhörnchen. So, juhu! Benni, komm noch zu mir! Nein, weil du brauchst dich hinter den Felsen verstecken. Nein, nein, wir können alles reden! Ey, der Curry ist auch da! Sein Kopf wieder unter Felsen herrennt, ey. So, ich bin seitlich, ich bin seitlich irgendwie auf. Okay. Boah, aber noch höher, aber hier kommt man nicht mehr hoch. Hier ist vorbei. Ich leg mich mal hin. Hä? Huah, nichts, komm. Wie machst du das? Ja, das ist super. Du musst in diese eine Lücke, die ist irgendwie voll buggy. Nein. Das ist so eine Buggy-Ecke. Oh. Der kann ja nicht gerade stehen. Da? Haben wir jetzt eigentlich nur, Alter. Ey! Entschuldigung, ist mal zu verlockend. Das tut doch voll leid. Das geht noch als Rache für die letzte Folge. Na gut, alles klar. Das sah super aus, wie du weggeflogen bist, Alter. Ja, das stimmt. Oh, wir hatten Tränengas geworfen. Wie der sich die ganze Zeit da oben lockt, Alter. Heidel? Wir hatten hier Tränengas geworfen gerade. Super. Denk wieder Heidel, weißt du? Guck mal hier, ja, natürlich. So, ich glaube, die Challenge ist durch. Ich glaube, es ist vorbei. Wir haben noch was viel Geileres gefunden. Mach mal. Stell dich mal in die Lücke rein. Was denn? Ja, komm mal her. Wo seid ihr denn? Guck mal, wie der wieder aufsteht so. Ich mach mal Purzelbaum, ich komm mal zu euch gelaufen. Ja, pass auf, der kommt runter. Wo ist er? Da kommt der Tobi. Wie geil, Alter. Der Wolle kippt da vorne einfach so um. Ach geil, so eine bescheuerte... Weißt du, wie lange nicht mehr gemacht hab? Das ist so eine buggy Ecke. So eine bescheuerte Folge einfach nur. Die können wir, die dürfen auf gar keinen Fall hochladen. Ganz am Felsen, das ist die beste. Oh, cool, ich hab Geld verdient. 28. Seid ihr hier zufällig, da? Boah! Was war das denn da? Lasergurke Alex. Wo wart... Oh, da kommt Ameisen runtergeflogen. Wo wart ihr denn gerade? Der Lasergurke hat einen Helikopter gehabt. Oh, der Tobi ist auf Pause. Da kann ich mal schnell fummeln. Bitte gehen Sie weg. Ey, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich komme. Das war gar nicht meine Hand. Ich komme in den Rotor, ja. Oh, ich bin runterher. Ah, geil. Oh, in den Rotor springen, das ist natürlich auch cool. Ja, das ist eine tolle Idee. Oh, Tobi, Alter. Total die Idee. Oh, naja, das hat ja nicht so gut geklappt. Rotor, Alter. Wo sind die Rotoren? Da vorne. Ihr müsst einfach mal von oben, vom Berg da reinlaufen. Alter, ich lass mir gleich eine Sturmlasse. Alter. Hat man das gesehen? Oh, jetzt steh ich drunter. Oh, oh geil, so viel Geld. Oh, cool. Ey, super. Auf wen schießt der Avenger da jetzt? Oh, der ist ja weak, ne? Hammer. Big Rotoren. Was ist denn hier nur. Kostenlos. Oh, Alter. Der Ameisen braucht die, glaube ich, wieder. Der Ameisen! Boah, ich. Ey, der zweite Selbstmord hintereinander. Ich mein Leben ist so verbittert! Da ist der Benni wieder. Benni, ich glaube, wir müssen mal wieder. Lalalalalalala. Uah. Ja, Benni, ist das mal. Och, ey, ey! Benni, bist du nochmal davon gekommen? Wer dich findet. Wo ist denn der Benni? Nein, hier liegt voll viel Kohle rum. Ne, hab ich auch gerade ein bisschen gesammelt. Ah, boah, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder! Aua! Wen darf man denn hier schießen? Den Dennis. Nee. Dennis darf man immer erschießen. Nein! Die schöne Deckung. Geht das wieder los? Benny!
Was habt ihr jetzt gemacht? Was habt ihr jetzt gemacht? Was denn los? Was ist los? Was? Sag mal, was? Er ist gerade gesprungen und ich habe ihm in der Luft einer reingehauen. Ach geil. Alter, was macht denn der Ameisen? Der versucht es die ganze Zeit schon wieder. Oh, ist der da im Helikopter? Ja. Oh ja, okay. Warte mal, wenn die nicht schießen, nicht schießen, warte. Ich hab den, Alter, ich hab den aus dem Heli geschossen. Und jetzt ist der Heli kaputt. Pam. Oh. Krass. Ja. Tja, Freunde. Das freut sich bestimmt. Der Lasergurke musste ich nochmal umbringen, weil ich musste mich rächen für den Kill eben an mir. Das ist ein schöner Tag im Berg. Alter. Oh. Der Ameisen. Oh, jetzt ist er tot. Alter, wie heftig. Das war ja geil. Das war obergeil. Warum blinkst du bei mir, Dennis? Hä? Jetzt weiß ich, warum er blinkt. Er macht schon wieder an. Auf ja. Schniepel. Der Dennis hat einen Nebenjob als LED-Lämpchen. Der zieht einen Schniepel. An, aus, an, aus. Das ist alles, was er kann. So. Wer schießt denn hier schon wieder? Dennis! Ja, der Dennis. Ich schieß den Gronkh so an und der steht da einfach so, dem passiert gar nichts. Da kommt so Blut aus der Brust, aber der steht da einfach so. Huch, wer war das denn? Gerade jemand den Berg runtergefallen. Der Arsch, die Lasergurke. Da wartet er, bis ich an ihm vorbeigehe und er schießt mich hin. Der Benny wieder, ne? Oh, der Benny wieder! Ja, Benny, es gibt den Tag der Tage, ne? Ich werde dich finden. Da ist der Benny da hinten. Da hinten ist der Benny. Ah, ist der Benny. Oh, vorher falle ich aber noch den Berg runter. Was machen wir hier jetzt? Warum? Ich höre den Baller nur so lachen im Hintergrund. Alter! Alter! Lasergurke hat Turbinato ausgeschaltet. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Ja, ich hab schon. Der Lasergurke hat mich eben auch angegriffen. Ich hab gesehen, wie der Gronkh gesagt hat, bring den Sacharzer um. Hä? Ja, ich Scheiß muss mich nicht mehr wehren. Vor allem, du hast gesehen, wie er gesagt hat. Ja. Der Gronkh hat SMS geschrieben. Ey. Heimlich. Boah. Mir wurde das zugetragen. Boah, hast du ein Glück, ey. Hast du ein Glück, Benny. Ich hätte dich gehabt. Hast du Glück. Der hat Lasergurke beauftragt, nämlich. Benjamin! Du kleine Elfe. Hey, du Arsch. Was machen wir jetzt eigentlich hier? Was denn? Was denn? Oh, was denn? Hab ich keine gute Waffe für. Scheiße, ich brauche unbedingt bessere Waffen. Das Krasse ist, ich werde immer wieder bei diesem Berg gespawnt, ey. Vor allem, wir werden hier auch niemals wegkommen, ne? Weißt du, ne? Ist vorbei, die Nummer. Huch, wer rutscht denn da? Eine Gurke. Meine Gurke rutscht den Berg runter. Wer ist denn das da vorne rechts? Lasergurke Alex. Ey! Wer schießt auf mich? Ich bin wieder der Tobi. Da fällt doch. Nehme ich mir mit. $16. Ist, irgendwie findet man immer nur noch so wenig Geld, oder? Oh, Aua. Scheiße! Entschuldigung! Aua! Ey. Auf, warte, losgehen! Alter! Ey, keiner trifft mich! Jetzt rein! Boah, der hat eine RPG! Boah, du Arschloch! Was? Jetzt rein! Alter! Jetzt rein. Das war verdient! Was? Du hast mich gerade zweimal umgebracht. Ich würde ja auch 10-mal umbringen, es wäre immer noch verdient. Bei einmal habe ich ein Auge zugedrückt, aber bei zweimal, das geht so. Ich frage mich, wo der Dennis sich versteckt eigentlich die ganze Zeit. Der wird hier nicht mehr hochgelassen. Nee, ich komme den Berg nicht mehr hoch. Ja, du hast Bergverbot. Der Berg ruft, aber er kann nicht. Ne, die Heidi kann nicht auf den Berg heute. Wir können doch immer so schön singen. Sing doch mal Heidi. Verpiss dich, Gronkh. Wer war das? Tobi? Was denn? Kannst du nicht hör auf! Nein! Scheiße, ich habe keine gute Waffe, verdammte Hacke. Ich brauche unbedingt eine bessere Waffe als ich. Ach, Ameisen!
Mano, das ist eine Sache zwischen Männern. Ich bin schon wieder tot. So, kein Spaß mehr, Mama! Ich werde immer auf diesen verfickten Berg gespawnt. So, der Paladin Ameisen hat es. Paladin Jupiter rasiert alles weg. Boah. Alter, was geht hier ab? Hilfe, ey. Es gibt's doch nicht. Ja, Alter, wenn du auf mich schießt, da kann ich nichts für. Nee, aber warum bist du nicht tot? Ja, weil ich bin Mr. Incredible. Hast du Mr. Universe. Mr. Universe. Ja. Mr. Universe. Vielleicht, weil ich, ach, ich weiß warum, weil ich so den Billigschrot aktiviert habe. Entschuldige Ameisen, aber jetzt mal quitt. Für alle Folgen wie, jetzt? Wie oder ruhig ist die Aufnahme? Ach, generell, ich bin da ja nicht nachtragend. Nee. Das war für vorhin. Was sagst du mit der Peitsche jeden Abend? Ja, aber echt. Du bist überhaupt nicht im Vorteil oder so. Ey, was soll das? Ey, da hat noch ein anderer. Der so dreckig lacht, der Grog, weißt du? Entschuldigung, Alter. Weil ich kein Sniper hab, nicht mal Munition für meine Mikro. Gott, ich geh mal lieber weg, langsam wird es hier zu heiß. Da kommt der Arme. Geht er wieder in Passivmodus. Ja. Komm, wir holen uns mal ein Auto. Ja, ne, komm, wir verschwinden mal von hier, von dieser Tür. Ja, der geht überhaupt nicht weg. Wir sollten hier wirklich weggehen, es wird langsam brisant. Vor allem traue ich mich gar nicht mehr, am Wall in der Nähe zu sein. Aber da hier kann man sich echt wenigstens mal abknallen. Da kommt er schon, da gehe ich mal lieber. Ich will den mich nicht nochmal wegrasieren, sonst haut der mich irgendwann beim uns sehen. Och, Alter! Was hat der denn? Und ich sag noch, ich gehe lieber. Aber jetzt muss ich mich leider rächen, Walle, weißt du, ne? Ja, komm ruhig her. Wir sind am Arsch der Welt hier. Aua, wer hat mir auf den Kopf gehauen? Der liebe Gott, weil du so böse bist. Hat einen dicken Hagelkorn fallen lassen. Oh, Mann. Oh, der Dawid hat gesagt, es musste sein, mich zu töten, aber er macht es. Ey, was ist mit Paladin Jupiter los? Ja, der ist voll aggressiv heute, ey. Tobi, Alter, wo sind wir hier? Der ist mein Racheengel. Ja, genau, Racheengel. Tobi und ich sind ganz allein im Wald. Dass du mich 7-mal weggesnipert, du Arsch. Du hast es aber auch, du wolltest das ja unbedingt. Du fängst es war ja auch irgendwie lustig. Ja. Dir auszuweichen und so. Jetzt zwei Kampfjets, ne? Da gibt's doch gar nicht. Aber nur mit einer Schrot auf Reichweite ist natürlich nicht so Bombe. Das Kampfjet-Deathmatch müssen wir auch unbedingt nochmal machen. Wenn ich jetzt wüsste, wo jetzt alle sind. Ich brauch gar nicht mehr laufen, ich stepp sowieso wieder. Also ich bin gerade auf dem Weg zum Waffenladen. Warum nur? Musst du halt ganz kurz was machen. Yippie! Hui! Yippie! Hui! Alter, ohne Scheiß. Langsam. Alter, findest du nicht mehr lustig, wenn du umgebracht wirst, wa? Nee, ich stand da gerade, hab was gemacht. Ja, dich kann ich ja töten. Was? Bei dir macht's ja Spaß. Die Aussage ist so geil, die kann ich hier töten. Und damit muss ich mich jeden Tag rumschlagen, wisst ihr? Und wenn ich jemanden, umbringe, bin ich immer der Arsch. Ja, der Gong, weißt du, wenn der jemand mal umbringt, ne, ist, dann bin ich immer der Arsch. Das bedeutet aber dann auch was. Wenn ich einen umbringe, ist es ja einfach nur so. So. Ja, bei uns allen ist das doch einfach nur so irgendwie. Ja, und wenn der Gong jemanden umbringt, dann hat das immer einen Hintergrund. Cool, ich fahre mit dem Zug in die Stadt. Oh, und auch nicht. Cool, ich fahre mit dem Zug nicht in die Stadt. Ja, ich fahre mit dem Zug in die Stadt. Scheiße! Sorry, Freunde, ich muss da weg. Das Mann, ich habe den Zug gerade verpasst. Alter, ich fress ein Bösen! Ach, der Walle macht wieder ein Singleplayer-Let's Play. Jetzt ist schon wieder so weit. Wir sind wieder bei den letzten Aufnahmen dieser Session und der Walle ist wieder allein unterwegs. Ich brauche Ruhe. Ich brauche meine Ruhe. Shit, den Zug kriegen wir auch nicht mehr. Kriegen wir mal einen Schluck hier. Also, ich bin im Zug unterwegs. Ziemlich zügig am Fahren, aber sehr viel zu. Oh, ja, fahr bloß weg. Fahr bloß ganz weit weg, bitte. Alter, war der schlecht. Oh, nee. Das Problem ist nur der Windzug. Leidest du unter Zugzwang, oder? Aber hier, Dennis, du kannst dich hier mal bei mir hinten aufstellen. Züge deine Worte, Gong. Klären wir den ab, oder?
Nee, und dann versuchst du mal auf den Zug zu springen, von hinten aus. Hier. Los geht's. Weiß nicht, ob das klappt, ich denke eher nicht. Bring jetzt vom Zug ab. Oh, wobei, warte mal. Nee. Nee, ich will eigentlich ja nur zum Waffenladen. Die Klappe immer wieder auf und zu geht. Komm, gib mal Gas. Wir holen uns den Sarazar, der schafft es nicht zum Waffenladen. Los, Tobi! Der ballert denn hier? Versuch mich doch mal zu fangen, aber wenn ich im Waffenladen bin, bitte nicht umschießen. Wow! Ja, du schaffst es aber nicht bis dahin. Da bin ich mal gespannt. Fahren wir überhaupt in die richtige Richtung gerade? Ich weiß es nicht. Wo ist denn der Zug? Andere Richtung. Okay, dann dauert es noch ewig, bis er in der Stadt ist. Warte mal, ich guck mal gerade, wo er ist. Nee, wo ist denn der Walle? Scheiße, nein. Okay, schade. Ich dachte, ich krieg dich noch. Ich hab's geschafft, du Fan. Schade. Okay. Und nee, jetzt kauft er sich Muni, kacke. Ja. Schnell einen Waffenladen. Einiges, mein Lieber. Schnell einen Waffenladen. Geh in den Waffenladen, Mama, ins Geschenke. Boah, ich hab ne Idee, was ich mit dem Waffenladen jetzt mache. Oh, oh. Ich hab die Waffe mal komplett auf. Ich glaube, der holt sich jetzt eine Haftbombe, der kommt. Ich glaube, jetzt ist alles vorbei. Oh, Haftbomben wäre auch mal wieder eine gute Idee. Ich glaube, ich gucke auch welche. Hängst du mir welche, Tobi? Ich bin arm. Boah, fuck jetzt, scheiß Bullen. Stern, na ganz toll. Scheiße. Ich muss weg. Warum denn? Warum? Ja, ich hab ein gestohlenes Auto hier halt. Ach man, Currywurst. Komm, Tobi, fahr weg, ich hol dich mit dem Heli. Ich nehme jetzt mal nicht den Zug. Wo ist denn der Gronko? Ey, Gronko! Bist du? Will mal was ausprobieren gerade? Scheiße. Will auch mal was ausprobieren. Fick dich, ho! Ich persönlich. Fick dich! Mann, ich hab die Bullen fast weg. Alter. Hat der Waller Haftbomben, ne? Hat er? Nee, nee. Haftbomben brauch ich nicht. Ey, der Currywurst, was ist los? Der ist ein guter Menschenkenner, muss man schon sagen. Boah. Das ist dein Fett noch weg und das ist nicht zu knapp, mein Lieber. Wieso? Ich mach doch gar nichts. Nein. Alter, was geht mit der Currywurst denn schon wieder? Oh. Medikopter 117. Oh, oh. Benny? Wo ist denn der Gronkh? Ich muss ja mit durchkommen lebend überhaupt mal. Wo ist denn der Dennis? Wo ist denn der Gronkh? Warte mal. Da unten ist, glaube ich, der Tobi. Tobi, du bist das da unten, ne? Ich muss jetzt endlich mal eine Waffe laden. Boah, Alter, was ist denn hier los? Hier, Nachrichten. Oh, guck mal, der Walle wieder. Der Walle dreht durch. Nee, das war verdient. Der Curry hat mich gerade zweimal abgeschossen, der Penner. Natürlich lieb gemeint, der Penner. Ich habe mich im Prinzip nur gerecht. Dito! Alter, als du Dito gesagt hast, hat Currywurst mich direkt gerade erschossen. Ja, ich habe auch noch auf dich geschossen, deswegen bist du so gewirbelt. Ja, Victor. Ich mach gerade einen Heli-Duell. Alter, was? Scheiße. Hallo! Hallo! Hier hinten. Ich suche ihn auch gerade. Wie ist los ist, wie sind alle den Walle jagen? Wie sind alle den Walle jagen? Walle jagen. Ich wollte mal den Walle jagen, doch er war auf den Balearen. Oh. Oh mein Gott. Bitte nicht, Alter. Och Gott. Tschüss! Was? Tschüss! Ach so! Der war so lange überfällig. Ah Junge, er juckt mir schon in der Hand. Hey, die Kirchturmglocken läuten hier. Wo es dir überall juckt, das will ich gar nicht wissen. Geil! Der Currywurst hat mich erschlagen und ich habe ihn gleichzeitig abgeknallt. Hammer, hammer! Boah, in den Waffenladen kann man auch nicht mehr shoppen. Wen wundert das? Der abgeht wieder, ey. Alter! Wahnsinn. Ameise! Wer ist denn auf dem Turm von euch? Auf welchem Turm?
Alter, du bist so unauffällig. Mit der roten Jacke, so voll. Gar keine Litfaßsäule oder so. Nee, weißt du, wie du das verraten hast? Nein! Alter, ich komme so eingekäfigt vor gerade. Bist du? Der Avenger dreht. Nein! Ja! 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 Ach, boah, Scheiße, Schwein ey. Gehabt, ey, Schwein gehabt. Geil. Bloß weg hat hier. Voll Laune gemacht. War super, Alter. Voll die Sniper-Mission. Ey, geil. Wolltest du mich da mit der Sniper rausholen? Was war das für eine Waffe? Nee, das war eine Schrot mit Schalldämpfer. Ah, okay. Aber ziemlich geil eigentlich. Ah, ich muss wieder leise sein. Nur, das Problem ist, wenn du angreifst, ist halt immer das Reinkommen nicht so easy. Und wenn wir jetzt campen, wäre auch ein bisschen lame, ne? Ja, das stimmt. Hat dein Nachbar sich wieder gemeldet? Weiß ich gar nicht so genau. Aber weißt du, was das Schöne ist? Oh. Alle guten Dinge sind drei. Oh. Na, das gibt Rache. Was, der Tobi? Du kleines Miststück. Danke, Tobi. Das war die Rache für vorhin, Alter, wo du eiskalt deine Pistole auf mich gelegt hast. Stimmt. Ich gebe zu, der war nicht ganz Gentleman. Aber. Ah, da ist er ja wieder. Aua. Was ist denn hier los, Alter? Aua. Da renn du beim Messer bei Stück. Boah. Wenn Tobi jetzt nur den Gronkh erschossen willst, Alter. Aber auf die Sekunde. Auf die Sekunde genau. Endlich wieder Munition, ey. Ich hatte so lange keine Muni mehr. Boah, ist dir gut. Ohne Muni bist du auch echt nur ein halber GTA-Spieler. Kann man denn endlich wieder in eine Ammunition rein? Keine Ahnung. Problem ist halt auch echt, dass Haftbomben viel zu teuer sind, ne, um die zu verschwenden. Die sind arschteuer, die Dinger. Ja, hat geschlossen. Ja, ganz toll. Natürlich. Alter! Boah. Wer war das? Ich glaube Polizei da oben gerade. Wo sind denn alle? Der Tobi hat aber nochmal Glück gehabt gerade. Aber ich würde ihn ja nie angreifen. Nicht? Nee. Alter! Niemals. Boah! Was zur Hölle, Tobi? Dennis? Nein! Nein, die Stange ist im Weg, Scheiße. Der Dennis, ey, den das war meine Rache von jetzt. Vorhin, das war meine Rache von vorhin. Du, Alter, es steht mindestens 50 zu 2. Kann man jemand bitte alle Kills ausrechnen? Von allen Folgen. Nein! Lieg, Schlampe, lieg! Alter! Es gibt einfach nur wieder schon wieder Flugzeuge, ja. Benni? Hey, Spaß mit der Jacke da. Bist du das? Ja. Aber das war ich nicht. Nee, das war der dreckige Lachemann. Scheiße, ich darf nicht mehr so laut sein hier. Wir nehmen schon wieder viel zu spät auf. Alle haben es auf mich abgesehen. Dennis! Oh. Wo bist du? War der Kopf. Wo ist der Dennis? Wo ist der kleine Heide drauf? Ah! Boah, wie komme ich denn da hin? Wieso mich denn? Was habe ich denn gemacht? Weiß ich auch nicht. Wie kommt man denn da hin? Zeitgleich umgeballert. Wie geil, ey. Oh nee. Das war nice. Das war nice. Die kennt man zum Glück an deinem hässlichen T-Shirt. Ja, ne? Scheiße, ich müsste mal. Und natürlich an deinem Gesicht. Du bist mal ganz still und heimlich, ich will neue Klamotten kaufen. Scheiße. Hey, du Penner. Hast du dir so gedacht, eben, ne? Nee, ich hätte dich eben auch erschießen können, aber ich hab mich verklickt und dann dachte ich, ach komm. Ich hab mich verklickt, sagt er. Ja, nee, ich hab dann auf aus Versehen die Fäuste aktiviert statt die Waffe. Ja. Echt, ist kein Scherz.
kein Scherz, weil ich zu blöd war. Du kleines Buckerhörnchen. So. Entschuldigung. Boah, Alter. Dennis, bist du eigentlich im Hubschrauber? Oh. Ich? Ja. Nee. Nee. Dann würde ich schon ganz dreckig lachen. Kannst du von ausgehen. Stimmt. Ach komm! Weißt du, da kommt der Arzt und der knallt den Arzt ab. Ja, natürlich. Schön, aber extra für dich so ein Hütchen mit dem Kreuz aufgezogen. Soll ich dich umbringen oder? Kleine Schwester, so? Kleine Krankenschwester. Also ich bin, wir sind fit eigentlich, ne? Okay. Ich suche eigentlich gerade noch jemand anderem. Ja, ich auch. Nach wem denn? Ah, ich verwechsel den immer mit 616. Ja, ich auch. Hab ich vorhin auch schon mal aus Versehen gekillt. Benni? Ja? Tut mir echt leid. Wo? Was? Das vorhin tut mir echt leid. Ach so. Ja, ist doch nicht schlimm. Du willst dich jetzt rausreden. Du hast nur Angst. Ja, will er sich jetzt versuchen, Freunde zu machen, so weißt du. Ja. Alter! Was war das denn gerade? Er hat mich in die Luft gesprengt im Helikopter. Er ist der Typ, der jetzt dreckig lachen darf. Ah, Mann. Alter, was hier abgeht gerade? Wahnsinnig. Boah. Das. So sieht's aus. Weißt du, er kann sich wieder nur mit Vehikeln behilflich sein. Der Tobi da. Der Tobi da liegt, ey. Geil, ich hab den Tobi mit einem Feuerwehrstrahl gekriegt. Alter. Oh, ich bin tot. Yeah. Benni? Alter, was macht ihr denn da unten? Eieieiei. Wie lange geht diese Folge schon? Ich will's gar nicht wissen. Eieieiei. Mach Platz hier. Wer will mit mir fahren? Ich hab einen Feuerwehrwagen. Ich würde gerne, aber ich trau mich nicht. Warum? Weil du mich sofort umfahren würdest. Nee. Hier, na, klar, spring rein, Alter. Hier. Ja, du bist ja ganz weit. Spring rein. Bin voll frontal, ja, auf mich rein. Zu. Nee. Bestimmt irgendwas. Hast du eine Hauptbombe da dran gemacht oder so? Ich glaube nicht. Du bist so einer. Du bist so einer, der so im Hinterhalt immer kommt. Ja, warte, guck mal, jetzt fährt er mich irgendwo in eine Gasse oder so. Und Huch! Wer war das denn? Was? Ah, die Archimisten, da war ein schönes. Komm rein, Archis. Oh, schon tot. Oh. Avenger. Muss mittlerweile tötet jeder jeden. Wir holen die hier anderen mal ab hier. Boah, Alter! Alter! Alter, hast du. Hä? Hast du an dem fahrenden Auto eine Hachbombe geklebt? Ja, klar. Was? Und das ist gegen uns geballert. Und dann oh, ist da so aus der Laser. Der Walle tut so ausgebufft, Tobi. Der Walle tut mir leid, weil den wollte ich eigentlich, aber du hattest jemand Falsches im Auto. Tut mir leid. Ja, ja, das sagen sie alle. Du hast dich mit dem Feind verbunden. Na, wer fährt denn den Panzer eigentlich schon wieder? Aua. Boah, Alter, der Panzer. Der Panzer ist bestimmt Let's Play, Onkel. Boah! Hui. Nee, Lasergurke ist das. Ah, okay. Alter Finne. Okay, das Camping ist vorbei. Ich hab grad schön gecampt die ganze Zeit. Spektakulär. War schön. Waren gute Bilder bei mir auf dem Channel. Waren gute Bilder. Bei mir auf dem Channel könnt ihr die Feuerwehr sehen. Mal oh, wieder. Mann. Ich steig mal bei auf den Zug. Bei mir auf dem Channel könnt ihr gleich alles sehen. So, yeah, ich fahr mal Zug wieder. Aber wieso eigentlich? Freu ich mich auch. Oh, Laser. Dann gib mir die ganze Action. Boah, Tobi! Wo warst du denn? Wo warst du? Ja, das wüsstest du gern, ne? Das ist ein Kopf, ey. Bitte was? Schmorne, Dennis, Rinderbraten. Dennis, ja? Leg sofort das Gamepad beiseite und wasch dir den Mund mit Seife aus. Oh, cool. Was war das denn? Was ist das denn da hinten? Looping mit dem Fallschirm? Ach, geil. Wohin müssen wir denn? Am besten aber zu den anderen. Okay, dann zurück. Oh, der Lasergurke, ne, mit seinem... Dankeschön! Gerne. Was hier los ist. Alter! Der Lasergurke. Da zieht mir glatt die Sandalen aus. Ja. Du trägst wirklich Sandalen, ne? Mit Socken. Ja. Aber die Socken zieh ich immer bis zu den Knien hoch. Boah, Alter, geht mir schon ekelhaft, wenn ich dran denke, ey. Ist ja wie Strapse. Sigi, fährst du doch voll drauf ab. Natürlich! Wie immer gesagt hat, Dennis, komm, mach mir den Hansi. Wer ist denn Hansi? Ein alter Männername. Ach so. Ja, ey, komm. Will ich gar nicht wissen, was bei euch im Pflegeheim so abgeht. Und halb hier ist, ich meine, du musst Pillen anschmeißen. Das ist ja das Highlight des Tages. Oh, 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 oh! Aber die Polizei, ne, die ist eine.
Was machst du? Ich hab die Leute in meinem Auto getötet. Oh nein! Alter, Tobi, was ist ernsthaft, los? Tobi, ernsthaft! Was denn? Ernsthaft, wie du da oben hockst? Ich mach doch gar nichts. Komm her, wenn du mal bist! Boxkampf hier unten, komm her! Ja, okay. Ja, komm! Okay. Paladin, komm her! Alter, was hier los ist eigentlich? Ja, weißt du, ich lieg am Boden und tritt auf mich drauf. Ja, sehr schön. Sauber. Alter, wie du geflogen bist, wie geil. Oh, nee. Ah, jetzt hat mich Avenger niedergeschossen, aber getan, bin ich einfach Alter. An ihm vorbeigelaufen. Aber gut, oh, er hat mich noch eingeliefert. Oh. Ne. Boah, der Xbox-Free. Das ist ein Sack, Alter, den töten wir. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, ich explodiere gerade vor Freude, was ich hier gerade sehe vor meinen Augen. Bei wie vielen Minuten sind wir denn eigentlich gerade? Ich find's gerade voll spannend, dass wir eigentlich angefangen haben, da mit dem Berg hochzulaufen, was daraus geworden ist irgendwie wieder. Wir wollten noch mit dem Fahrrad hochfahren. Hat super geklappt auch. Ja. Wer hat den Panzer von euch? Wahrscheinlich wieder Alex, oder? Hui! Der ist ja eben im Helikopter unterwegs gewesen. Der macht das zeitgleich einfach. Alter! Was ist denn mit dem Bullen los, Mann? Diese scheiß verkackte Bullenbrut, das gibt's doch gar nicht. Oh, halt die Fresse, du vielfältigter Klon. Wie sich alle konzentrieren gerade und keiner was sagt. Ja, Walle! Der Walle macht das gleiche wie ich, geil. Da ist ein Avenger bei mir drin. Ja, komm, ich nehme Ameisen mit. Voll die Armee so, ey. Geil. Oh. Wo seid ihr denn? Wir fahren hier gerade mit Baggern durch die Gegend. Mit Baggern? Ja. Wollt dem Dennis noch was beibringen. Boah. Boah, komm, so schlecht war der Witz gar nicht. Eigentlich schon. Der war grauenhaft schlecht, aber das hat ihn wieder gut gemacht. Wir räumen ja auf, Dennis, ne? Ja, wie schnell wir sind, auf jeden Fall. Tine Wittler sitzt bei mir vorne am Steuer. Alter! Oh. Nur mal drüber, bitte. Oh ja, du hast mich. Oh, schade. Shit. Mach dir gerade ein Rennen. Ja, nee, nee. Oh, mir schießt einer echt den Bagger an gerade hier. Wir versuchen einen so fertig zu machen hier. Alter! Boah, Lasergurke Alex war's. Ich glaube, Lasergurke Alex ist, versteht nicht, dass man nicht immer dann tonnenweise immer umbringen muss. Aber ist ja. Alter! Okay, dann kann ich ja jetzt auch. Boah, ich geh mal weg. Boah, Alter, oh, hallo, Tobi! Ich hab damit nichts zu tun. Hallo! Du standst im Weg, sorry. Ja, ja. Guck mal, der Tobi voll den Megakill abgesahnt, ey, Alter. Der Tobi hat auch Faustdick hinter den Ohren. Der Tobi ist Heidelkraut 2.0. Boah, was ist denn hier los? Curry! Oh, da steht der Bagger noch. Marie Curry! Der sitzt im Heli, ne? Ey! Okay, da will jemand Krieg. Der ballert da auf mich. Ich hasse die Polizei. Boah, aber Avenger hat auch kein Leben mehr fast. Ja, Avenger hat dich übrigens. Was ist das für eine Beleidigung? Ey, du hast voll kein Leben. Ich würde sagen, wir machen da mal schnell eine Folgenpause. Was? Gerade wo es gut wird? 40 Minuten fast auf. Ach was, echt? Ja. Können wir eine Stunde machen heute mal? Ja. Ach, warte mal. Ach, hier ist das. Von mir aus? Benny? Ganz nebenbei musste das Benny. Sein. Benny? Benny? Hey, ja? Benny, hey. Wir können doch über das reden, du und ich, Benny. Wir sind doch richtige Bärenbrüder. Die sich immer gerne schlagen. Boah, ist mir ein bisschen schlecht geworden gerade. Wenn er die Worte auspackt, knallt er dich gleich ab. Nee, das stimmt, ich würde Benny einfach nur umboxen. Wo ist der Benny? Ach, Benny, jetzt hast du Angst, ne? Weißt du, wir haben uns immer wie Brüder geschlagen, ja, mit den Fäusten. Früher war das so und jetzt greifst du nur noch zur Waffe. Ne, Benny, komm.
einbinden. Also, ja, wenn du das so gut findest, ja, das ist dir also unsere Freundschaft wert. Ja, boah, gut, hör auf zu quatschen jetzt, Alter. Ja, echt klar. Das war mal echt Folgenpause jetzt. Oh Mann, gerade wo ich diesen neuen tollen Campingausflug hier gemacht habe. Du bist aber nicht alleine. Hab dich beobachtet? Natürlich nicht. Wir sind hier mit mehreren Leuten, aber es ist cool, so von oben mal alles anzugucken. Er kommt da angebraust. Oh. Benedikt! Komm her! Warst du Glück, ey? Du hast immer ein Glück! Walle, wo bist du denn? Ich hab gerade den Heidi probiert zu erschießen, aber der wurde ja vorher erledigt. Ich glaube, der soll nur verleiht. Das tut mir aber leid. Ich glaube, ich muss mal wieder richtig ausrasten in einer Folge. Bist ja, du denn? Nur. Gregor, du Weichei. Wir warten. Okay, Benny, bist du bereit? Was, wieso Weichei? Ja, ich bin bereit. Ja, zieh die ganze Zeit hier raus, ey. Wo raus? Guckt der irgendwie Fernsehen oder so? Heimlich. Ich guck die ganze Zeit meine hervorragenden Let's Plays auf YouTube. Oh, das habe ich wieder gut gemacht. Ich überweise mir gleich 500 Euro. Ich wurde von einem Truck überrollt. Ja, ich hab's gesehen. Bist du wieder hochgeklettert irgendwo, ne? Was? Hochgeklettert? Nee. Warum? Der Gronk. Ich? Nö, wieso soll ich hochklettern? Wo bist denn du? Ich gucke. Ich schau dem Treiben zu. Dann suche ich dich mal. Du weißt doch schon, wo ich bin. Ja, natürlich. Dann suche ich dich mal. Was ist das für eine unauffällige Ausrede? Cool, hier kann ich gar nicht hochklettern. Ah, dann weiß ich ungefähr, wo du bist. Ja, du kannst mich jetzt locker abschießen. Ja, kann ich auch. Hier noch mit dem Kopf gegen das Geländer klatscht. Benny! Der Gronkh ist ein Camper. Gar nicht, ich stehe hier oben mit Kumpels. Der Brutzler. Ja. Ich probier's nochmal. Du hast doch auch gecampt. Das Problem ist. Ich bin da oben. Ich muss da vorne erstmal rum, um auf euren Tower zu kommen, oder? Habt ihr euch wirklich über die Rohre geschlichen? Was war das denn? Haben mich die Bullen gerade hier oben weggenutzt? Ich glaube schon. Krass. Oh, hier ist ein Polizist auch oben. Alter! Was? Und ich fliege auf Gleisen. Ach nee, doch nicht. I'm walking in the sunshine! Nein. Wollte ich nicht. Au, das tut ein bisschen weh. Ja, Freiwild, beruhig dich. Ich wollte dich nicht umbringen. Jetzt beruhig dich, Junge! Ich bin schon wieder voll verletzt, ey. Alter, zwing mich zu nichts, was ich nicht machen will. Ja. Hey Benny, komm! Wo bist du denn? Ich muss das tun! Du weißt ganz genau, wo ich bin, Benny. Guck dich gerade. Finde mich, Benny. Oh. Hab ich gefunden. Keine Muni mehr wieder, ey. Hey, ich seh den Benny. Hallo, Benny. Komm mit, wir suchen den Dennis. Da muss ja auch irgendwo sein, warte mal. Hier irgendwo. Ich wollte ganz kurz warten, bis wann er da hochklettert. Mann! Ich hatte so ein geiles Versteck. Na gut, so geil war es jetzt auch. Ach, der Heideltraut wurde schon gefunden gerade. Ja. Brauchst du nicht die Mühe machen. Nein, scheiße! Du Penner! Mist! Verdient. Ich hatte gerade die Sniper aktiviert, aber konnte ich nicht wegschlagen. Schade. Ah, wie hast du mich denn gefunden? Ja, Alter, du warst so unauffällig. War es meine unauffällige rote Lederjacke? Das ist meine Tarnjacke. Alter, die funktioniert super. Ich bin aber so gut wie tot, ey. Ach ja. Boah, war das voll das Kriegsgebiet. Hast du mich gefunden? Die User auf meinem Channel werden sich gerade kaputt lachen, Alter. Hast du mich die ganze Zeit angeguckt, oder was? Ja, ich war die ganze Zeit hinter der Wand gewartet auf dich. Ach so. Du kleiner Drecksack. Genau wie du es auch gemacht hast. Und dann dachte ich, okay, kommst du mal zu ihm. Ah, du Penner! Der Drecksack hat auch gewartet, bis ich runtergefallen bin, hat sich das noch angeguckt, ey. Nix da, Heidi, nix da. Dir vertraue ich keinen Meter. Weißt du, er guckt noch so richtig schön zu. Ja, lass mal den erstmal da runterfallen. Schönes Bild. Aua. Na gut, der Benny hat noch einen gut bei mir, muss ich ehrlich sagen. Bist du schön weggelaufen. Kapanzer! Oder auch nicht! Och Mann, Avenger, jetzt hast du mir den Panzer geklaut. Wo seid ihr eigentlich alle hier?
hatte dich jetzt schon dreimal im Visier, aber immer kam mir einer zuvor. Oh. Aber weißt du was, Let's Play, Onkel? Sorry, aber das war nicht okay. Du hast mich letztens auch umgebracht. Wo vier Folgen? Nee, hey, Respawn. Ach, da, oh, das war der falsche. Oh. Entschuldigung. Let's go! Das sieht aber auch aus wie Walle. Das ist getötet. Nee, niemanden. Ach. Zum Glück. Ey, das war Let's Play, Onkel, auch von der anderen Seite. Ja, der Heidi hätte mich umgemäht. Ja, der war nur Mittäter, ne? Boah. Heidi war nur Mittäter, oder? Ja, ich war Mittäter. Hm, gut zu wissen, ich meine. warum? Ich hab dich nicht alleine umgebracht. Ja, ich war das nicht. Ich hätte einfach Nein sagen sollen. Ich hab's gesehen. Dann hast du falsch gesehen. Deine Augen haben dich getrübt. Dann hätte ich dich auch noch der Lüge bezichtigen können. Ich bin über den Zaun hier. Oh. Mann, ich verwechsel immer die Leute. Och, Lasergurke. Der bringt dich ganz schön oft um. Ich glaube, der hat was gegen dich. Der Lasergurke ist übrigens der Nachbar vom Gong. Weil ich immer schrei, tötet er mich dann immer. Komm nicht hoch, weil da wer drauf ist. NPC, was ist das denn für ein Scheiß? Alles klar. Nein, Lasergurke nicht! Nein, ich will oben bleiben. Ah. Manchmal. Aber nur manchmal. Manchmal möchte ich schon mit dir. La 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 mir das anzugucken auch mal. Die Leute auf meinem Channel werden sich totlachen. Ja. weil du nur ein alter Campingfuchs bist. Ich hab dich gerade da unten gesehen und dachte mir, ich stell mich mal in Position. Aber dafür haben mich die Bullen jetzt hier oben weggeschnatzt. Recht. Ja, das stimmt allerdings. Sah aber lustig aus. Wie lange macht man die Folge eigentlich? Nur mal so. Ja, eine gefragt. Stunde. Ach so, okay. Eine Special-Stunde. Ach, Heidi. Oral Special. Boah, den Dennis muss man... Nö, überhaupt nicht. Vom Dennis nicht mehr. Vom Dennis, das ist vorbei. Kann nicht genug Tore geben. Ist das deine Meinung? Nö, nicht ganz. Aber heute ja, in dieser Folge noch. Oh. Weil es nicht genug Fuck. Tore geben kann. Ah, nee, komm. Tobi, lass ihn gut. Alter! Scheiße! Scheiß Bullen! Boah, ihr rottet alles, ist voll am ruckeln. Oh, die Polizei, ey, wie die am Abgehen ist. Es müsste eine Serveroption geben, dass man die Bullen ausschalten kann. Ja. Oh ja. Boah, hier wackelt der ganze Turm. Ich bin rückwärts wieder runter. Der Turm, der wackelt, der Turm, der wackelt. Kauft ihr doch den Wachturm. Jetzt kann ich mir das endlich mal angucken hier oben. Ich war ja hier noch nie. Ach du Scheiße, die sind überall. Scheiße! Hatte ich den Bronkologen im Visier und der mit meiner Waffe ist es natürlich Oberscheiße. Nee. Tut mir leid, lieber Polizist. Die Folge ist bestimmt zu kurz, glaube ich, für die Leute, die zuschauen, oder? Ja, natürlich. Mit Sicherheit. Aber ist ganz cool hier oben eigentlich, ne? Man kann ein richtiger Assi sein. Ist geil, ne? Guckst einfach ja. Berlin Tag und Nacht, bist auch einer. Oh. Kann ich dich nicht treffen, leider. Nee, nee, kann ich mit der Waffe. Versuch's doch nochmal. Nein, stopp! Och, Mann, Let's Play Onkel. Der Let's Play Onkel läuft die ganze Zeit übers Dach. Hallo, Tobi. Hä? Wo bist du denn? Oh, ich hänge so rum. Du bist auch auf dem Dach, oder nicht? Hä? Nee. Dann hast du mich verwechselt. Nee, ich hab dich gerade gesehen, wie du über die Brüstung gelugt hast. Ach so. Weil der Walle die ganze Zeit versucht, mit seinem Köpfchen da aufzutauchen. Das ist voll süß. Ich kann es nicht machen. Ich habe keine Waffe. Das ist immer so links und mal rechts. Hauptsache an der selben Stelle. Kuckuck. Ja, aber es wirklich wie beim Entenschießen auf Rummel. Nee, ich kann dich nicht töten, leider. Kräftig mit keiner Waffe. Ich weiß, dein Herz ist einfach zu groß. Du kannst es einfach nicht. Boah, ich brauch gar nicht. Ich glaube, ich bleib einfach die ganze Zeit stehen und lass mich abknallen. Boah, gib mir mal Tobi, gib mir doch mal bitte eine Hafenbombe. Oh nein. Was denn? Warte. Er hat sich entfernt. Hier.
Danke. Sehr freundlich. Ich muss weg, ich bin Beihilfe gewesen. Nee, vor allem sieht der Gronkh die ganze Zeit von da hinten wieder auf einen ab. Was? Ich bin da gar nicht mehr. Quatsch. Ach ja, irgendwie, wenn man so lange eine Folge so beschissenen Scheiß macht, macht man nur noch mehr Scheiße. Oder? Wie der Grund in dem Auto klebt. So. Ja, ich konnte nicht mal aufstehen. Wie zünde ich die nochmal? Nach links. Ah, ne, links. Müsste ja eigentlich noch welche draußen haben, oder? Sind jetzt weg. Wenn er gestorben ist, sind die, glaube ich, weg. Halten oder? Das sind nee, eigentlich Handy. Einmal nur eigentlich drücken. Oh. Boah, ich habe Schlimmeres verhindert. Nee, ich wollte eigentlich nur mal probieren, wie die Haftbomben gehen. Diese Folge besteht nur aus Töten, ne? Hm. Aus Töten sie. Das hat man noch nie. Nee, ne, ist ganz neu. Die Leute werden das bestimmt feiern. endlich mal ein bisschen Gewalt auf dem Channel. Endlich mal was Neues. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man dieses ganze Arsenal, das ich das Ganze noch gar nicht benutzen kann, weil ich noch zu niedriges Level habe. Und dann kommen da halt Leute mit einer mega fetten AK und du bist halt klar am Nachteil. Oh, der Lasergurke, ne? Und was mich nervt, ist einfach, das sind einfach die Bullen. Man muss es mal ganz klar sagen, das ist echt viel zu übertrieben. Das stimmt, Benny! Oh, geil, Alter. Hä, ich kann gar nicht mehr zielen auf dich. Und der Lasergurke, ne, der geht so ab, ey. Alter, mit seinem Panzer, Alter. Ich komm hier nicht weg. Nein! Ich hatte nur diese behinderten Bomben in der Hand, kurz. Oh, dafür haben die Bullen mich wieder umgebracht. War lustig. Das Schöne ist, wenn wir uns gegenseitig umbringen, dann ist es so schön noobig einfach. Macht am meisten Spaß. Muss man mal sagen. Oh, der Lasergurke, okay, ich hab verstanden. Verpasst die ganze Action mit der Lasergurke! Die Pro-Gamer sind am Start, Alter! Das war super! Ach, ein Traum, mein Traum, mein Traum, mein Traum! So, oh, das hätte ich besser nicht machen sollen. Vorsicht, Dennis! Ey, hör auf! Au, ups! Aua! Bein! Hab weggesprengt, den Scheiß! Oh, ich habe was für eine Mission angenommen! Hä? Ey, nee, ich will hier weitermachen. Wollt ihr mich verarschen? Oh nein! Ich war fast weg. Let's Play Onkel hat den leichtesten Weg Ausstieg genommen, oder was stand da? Walle? Nein! Wolltest du was immer mal machen? Ich bin gerade in einem Busch gespawnt. Das hatte auch komisch. Und ich dachte, du steigst ein, wir sind wieder Freunde. Ich für diese Folge. Na, Benny. Ey. Vor allem, du hast es dir gerade mit 616 verscherzt, weißt du, ne? Oh. Voll daneben geschossen. Du hast sie mit 616 verscherzt. Ist vorbei jetzt für die Folge, bald für dich, Freundchen. geht ja nur noch ein paar Minuten. Das war echt mega scheiße bauen. Alter, ich habe einfach mal fast 100.000 verloren. Aber Geld ist ja eh nichts mehr wert, seitdem es den Shop gibt. Ja gut, ist echtes Geld wert, ne? Ja gut, das stimmt. Schlimmer. Das stimmt. Let's go! I don't see it. Wo der denn? Son of a bitch. Also versucht er mich die ganze Zeit von... Ey, ne. Oh, sorry. Uah. Ich hab den Laser gehört. Der hat gerade Brofist gemacht und wollte zeigen, dass er mich nicht umbringen wollte. Und da der mich aber eben so oft umgebracht hat, musste ich mich da auch rächen dürfen. Sorry, Lasergurke, aber es war ja nur. Ja. Alter, ja. Anstatt dass du mich mitnimmst, Alter. Ne? Wo seid ihr denn? Hau ab. Dann nimm mich halt mit. Nee! Ja, okay. Nee! Die ganze Zeit getötet, Tobi, ey! Ja, auf jeden Fall. Dich ja nie getroffen, weil du schon früher tot warst. Komm ich da hin?
Was hat der Gronkh wieder vor? Wenn er so nuschelt, dann plant er wieder irgendwas. Boah, geil! Das ist ja geil. Aha, geil. Da kann man drüber klettern, ne? Boah, das ist ja die Hammer-Location hier. Ein Gronkh. Wenn man mit einer roten Signaljacke hier rumläuft. Alter. Kannst du die nicht ausziehen? Die und ich mir die Jacke vorher ist nicht, sorry. Die ist super. Die ist hässlich. Guck mal in den Spiegel, dann weißt du, was hässlich ist. Guck du mal in den Spiegel, dann weißt du, was tot ist, du Penner. Kommt er hier einfach her mit seinem Anorak, weißt du? Anorak. Trägt er hier so Mütze, Kapuze. Trägt er so einen Ingame-Frack und tut so, als wäre er wichtig. Ey, mit seinem wichtig. Ich hoffe, das klappt hier, was ich hier gerade vorhab, Freunde. Was für eine Schwachsinnsfolge. Sorry, aber eine Stunde nur mega. Aber immer muss da auch mal so ein Quatsch sein. Also es ist GTA, ja? Da kann man nicht immer... Ja, wir haben noch nie irgendwie... Wir sind ja sonst sehr anständig eigentlich. Wir machen sonst immer Challenges. Challenges? Challenges. Gelanges. Ich hab jetzt gerade richtig Bock auf irgendwas Geiles zu essen. Ich weiß auch nicht. Boah, ja. Ich hab voll Hunger. Da sagst du, was passiert da eigentlich? Ach, der Weed läuft wieder amok. Muss wahrscheinlich nachher wieder auf einschlägige Burgerketten zurückgreifen. Mac-Schmock. So spät, fahren Sie noch rum? Nö, ich wohne auch in der Nähe von einer einschlägigen Burgerkette. Muss nur nach draußen in die kalte Nacht. Meinst du etwa Mac King? Mac King? Ich habe es bald. Fried Chicken. Oh. Ja, genau die. Guter Laden. Oh, geil! Guter Madre, piece of shit. Wo ist denn eigentlich der Sarazar? Meine Damen und Herren! Mann, die Leute bauen so viel Scheiße, dass ich mir die ganze keine Muni wiederholen kann. Vor allem finde ich es erstaunlich, dass ich den Heidetraut nie sehe irgendwie. Der 616. Wollte dir zu denken geben. Er ist so klein. Klein zu wenig. Ey, hier sind alles. Alter. Mal wegfahren bitte, 616. Ich muss einkaufen. Der Dennis traut sich einfach nicht mehr hierher. Danke. Verstehe ich aber. Ja, an der Stelle muss ich mich mal an die Crew bedanken. Den Avenger, die Currywurst, die mich alle fleißig hier verteidigen vor dem Dennis. Sehr gut, sehr gut. Ich hab den Waffenbesitzer, Waffenladenbesitzer fleißig am Start sind hier. Du bist so ein Gangster. Wie mache ich die Kasse auf? Och nein! Oh. Oh. Ey, ich krieg die Kasse nicht auf. Da kommt nichts. Kann ja nicht sein, dass ich sie so umsonst gemacht habe. Wie ärgerlich das ist, ey. Nicht mal alle Waffen klauen kann jetzt hier. Ach, der ist ja da hinten irgendwo. Da krieg ich dich nicht. Scheiße. Wer? Doch, ich bin hier im Waffenladen. Komm her. Ja, nee, das ist mir zu weit. Warum? Ist voll super. Wir können uns ja jegliche Waffen schnappen umsonst. Danke für die Einladung. Ja, ehrlich, hast du noch nie wen abgeschossen vom Waffenladen? Natürlich. Du hast den Besitzer noch nie abgeschossen, oder? Dass du dir denn die Waffen krallen kannst. Was ist das für ein lächerlicher Versuch? Dann ist der Tobi tot oder geplatzt? Wer fährt? Nee, ich häng grad in deiner Mutter. So. Also ja. Feucht? Also ja. Ja, eigentlich wollte ich dich ja jetzt abholen, weil ich weiß, dass du, was du vorhattest, aber jetzt kannst du mich mal... Tobi, bitte! Du kannst mir mal meine Haare in Eier lutschen, Alter. Tobi, bitte! Guck alle auf Tobi seinem Kanal, die Let's Plays! Tobi, bitte! Was? Halt die Fresse, Alter. Das ist das Kind, ey. Halt die Fresse, du Mongo! Komm her, komm doch mal bitte in den Waffenladen. Ich hab hier sowas Schönes vor. Tobi, ey! Der ist voll der Spielverderber, wenn nicht. Jetzt komm mal vorbei, Tobi. So zum Abschluss für die Folge. Ja, Tobi, zum Abschluss dieser Folge. Komm mal vorbei. Okay, ich komme zum Waffenladen. Ja, einfach hereinspazieren. Ich mach was Lustiges. Mit. Du wirst sterben, aber es ist trotzdem echt witzig. Du wirst sterben, ist aber lustig. Und wir machen so lange Waffenstillstand. Lustig. Ja, genau, bis ich dich in die Luft sprenge. Der hätte da wahrscheinlich an der Tür eine Haftbombe gelegt oder so. Ich oh, der Depp, ey. Oh, Mann. Ich komme jetzt zum Waffenladen. Ach, Lasergurke. Hast die ganze Situation ruiniert. Wieso nur? Echt, war so cool. Was hat's denn komm vor? Komm trotzdem noch zum Waffenladen. Was hat's denn ich vor? Ich mach das neu. Bin direkt da um die Ecke. Eine Haftbombe liegt da vor der Tür. Pass auf. Und wenn du da reinläufst, fliegst du in die Luft. Ja, so fast. Ah, dann sag mal, zack, kannst du nicht trauen. Nee.
Oh, jetzt kommen wir nicht mehr rein. Ach, wie blöd. Naja. Hm? Ich bin drin. Bist du drüber gekommen, Tobi? Komm nicht mehr rein. Vielleicht. Boah. Das kann doch mal der Vogel sein. Hast du dir gerade eine neue Weste geholt, oder was? Gar nichts. Du hast mich einfach schlecht getroffen. Ich hab dich einfach an der Halskrause irgendwo getroffen. Oh. Ja. Hat ja geholfen. Toll. Oh, da ich bin dann also bei keine Haftbomben mehr. Ich bin also beim Waffenladen. Panzer, ne? Ja. War alleine, Alter. Was geht bei dem denn? Ja, wo ich ja gerade auch drauf gefahren bin. Kannst du vergessen, Tobi! Hm, da wollte ich diese Folge spannend beenden. Oh, warte mal, vielleicht klappt's noch, vielleicht klappt's noch. Wie er sich mit rumschleichen ja, wollte, musste. Der Kleine. Weil ich gerne Waffe hab, mit der ich mal wegschießen konnte. Oh geil, ich hab eine neue Karre, die ist super. Er ist voll behindert, wenn du keine Fernkampfwaffe hast, wirklich. Sondern nur diesen Schund. Du warst doch Waffenladen. Ja, aber ich konnte ja nichts kaufen, weil ja direkt einer... Klauen, einer wenn du da jemanden abknallst. Nee, ich konnte ja nichts kaufen, weil da direkt einer kam, der mich wieder dann angegriffen hat und dann hat der Typ mich mehr verkauft. Ach so, das tut mir leid. Och, scheiße, ey. Scheiß die Wandern! Nimmst du so viel Anlauf und dann. Bist du tot? Komm ich jetzt in den Waffenladen noch rein wieder. Tobi? Ja, der was ist komplett denn? Dicht. Wo bist du? Geht gar nichts. Geh dich einen Scheißdreck an. Okay! Wer wartet denn da hinten schon wieder so mies? Alter! Ey, Lasergurke! Echt voll. Der arme Walle, Alter. Der arme Walle in dieser Folge, das tut mir richtig leid. Nee, muss dir nicht leid tun, ich hab ja Spaß. Och, Alter, was denn, ey? Huch! Sonst würde ich ja nicht immer wieder reinrennen in den Tod. Nur, ich, manchmal, weißt du, wir liefern uns ja zum Beispiel jetzt ein Spaßgefecht. Und wenn man dann übertreibt, wie der Lasergurke, ist ein bisschen ätzend. Das stimmt. Dem bin ich auch geflüchtet vor dem. Treff ich dich nicht? Wolltest du mich so schlecht? Nein! Was hast du gemacht, so Tobi? Schlecht. Oh nein, scheiße! Was hast du gemacht? Ich stand vor dem Jet und bin in meinen eigenen Rotor gelaufen, ey. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ja, das erzähl ich dir bestimmt nicht. Hä? Ne, sag mal. Tja. Raffinado mit einer Pump vor einem geflogen? Stehen muss. Hätte dich nochmal voll wegrasieren müssen. Ach man, ist auf das Haus. Du hast den Hilly, dein Hilly wieder geholt, ne? Ey, ich fahr immer gegen diesen scheiß Busch. George Bush. Dann rasier dich endlich. Ja. Ich dachte, das machst du immer. Nee, danke. So, ich versuch das nochmal. Nein. Der Tobi sieht verdammt die Cops aber auch. So, weißt du? Nee. Was ist bloß aus der Jugend geworden, wie noch von den Zaun gesprungen ist, Tobi? Ah. Geil, aber vorher hat mich noch ein Kopf erschossen. Ich hab die Granate fallen lassen, weil du mich erschossen hast. Du bist genau reingelaufen. Nee, war ich nicht. Das war ein Kopf, der mich getötet hat. Geil. Oh, aber ich wäre sonst reingelaufen. Es wäre lustig gewesen. Ich darf nicht so laut lachen. Ist ja schon nach 12 wieder. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Ich lache von Herzen. Boah, das scheiße. Ja. Schade. Nee, ist klar. Ich fahre immer gegen diesen... Komm. Wo bist du denn, Dennis? Irgendwie willst du hier. Oh. Ja. Danke, Benny. Hast du das danke, gehört? Benny. Hast du das gehört? Oh. Nach Jahrzehnten mal wieder ein Kompliment eines Menschen. Sonst ja, es fehlt einfach eine Nervensäge. Nein. Wie der Einzige ist, der lacht so, weißt du? Ich hab dich doch auch lieb, Dennis. Nee, du doch nicht. Du hast doch mit dem Wackelpulli vorgeschlagen. Ja, war doch eine super Nummer, es hätte viel schlimmer kommen können. Lass dir mal ein paar Ideen von Gronkh anhören. Was? Was wir mit dem Dennis machen könnten in der Live-Show. Och du. Als Tisch benutzen. So, ich würde aber sagen, wir machen jetzt nochmal Feierabend. Ja, heute, weil das führt eh zu nichts. Hier die ganze Zeit im nee, ganz ehrlich, jetzt reicht's mir auch erstmal. Ich wollte erstmal wieder eine Pause. Oh. Spektakulärer wird's halt auch nicht mehr, außer dass der Gronkh noch ein paar in die Luft jagt. Entschuldigung. Ich hab eigentlich nur eine Granate geworfen. Jeder hat doch so eine kleine Heideltraut in sich, oder? Ihhh. Also, bitte was? Ah, nein. Ich meine,
Ist da gerade der Walle vorbeigefahren? War ich das? Aus so einem kleinen Quad oder so? Ja, ja, hier willst du drauf. Ach, das ist ja geil. Achso. Guck mal, Dennis, so geht das. Dann spring ich drauf, warte. Ja, ich bin aber drin. Ah, da kommt man nur jetzt alleine, ne? Ah, schade, ja. Ich baller dich jetzt nicht runter, um die zu. Das habe ich gesehen. Wir machen den Folgenende in 5 Minuten, bitte. Hey, ich wollte dich nicht erschießen, du Arsch. Natürlich, ich habe ich doch gesehen. Nein, hätte ich doch nicht so weit daneben. Wie du mich wieder voll nach hinten geschossen hast. Du hast nur nicht getroffen. Boah, Alter. Ich wollte eins sagen, der kann ich nicht erschießen. Was nochmal? Ich wollte das, Ich dachte, du wärst mir freundlich gesinnt. Und dann wollte ich dir eigentlich noch sagen, ja gut, dann kann ich dich ja noch erschießen. Panzer. Ach toll, dann kommt er da angefahren. Dreh mal um. Gib's auf, Tobi. Wo bist du denn? Dreh mal um, den Weg, den du gerade gekommen bist. Willst du mich im Fahren wegballern? Alter, lass mich doch mal los, bitte. Klappt der nicht so gut? Alter, nochmal, probier nochmal. Boah. Geil, das ist eine lustige Challenge. Ich mach kurz ein Salto, dann komm ich gleich wieder. Okay. Nachdem mein Bullenauto auf meinem Kopf amok gelaufen ist. Ich habe ja auch nur die Schrotflinte, die ist natürlich nicht so geil. Ach, oder? Scheiße, die Bullen haben mich gerade wieder erwischt. Ätzend. Nee, ich bin tot. Ah, fuck. Ey, komm, dann machen wir Feierabend. Ja, ich glaube auch. Das war auch genug jetzt für diese Überleitung. Dann machen wir Feierabend, zack. Alles klar, liebe Freunde. Dann noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns. Genau. Dankeschön fürs Zuschauen und danke für die Geduld und danke lustig, ne? Für alles und überhaupt. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Was für eine Chaos-Folge. Über eine Stunde lang, aber wir hatten alle Spaß, glaube ich. Ich habe Tränen gelacht zwischenzeitlich. Boah, das macht Sauspaß, muss man einfach mal sagen. Es macht einfach Sauspaß. Ja, selbst wenn man stirbt, macht Spaß. Ist irgendwie lustig. Das wenn stimmt. Man genug Geld hast. Man darf es nur nicht so ernst nehmen. Nee. Und dann geht das schon. Ja, klar. Das ist immer eine Spaßnote. Alles klar, liebe Freunde. Ich frage mich immer noch, wo der Heidetraut sich versteckt. Ich wollte ja eigentlich vom Militärstützpunkt einen Jet klauen und euch damit wegpusten, hat aber leider nicht funktioniert. Ja, oh. Das wäre ein schönes Finale gewesen, oder? Oh. Ja. Hast du recht, aber leider hast du versagt, Dennis. Ja. War kein schönes Finale wegen Dennis. Toll, ja. Danke. Danke, Dennis, danke. Es tut mir danke. Leid, Leute, es tut mir leid. Hier nochmal für den Gronken Abspann. Mhm.